Ja, hallo Leute, willkommen zu unserem heutigen Stream von Button Kaitos. Haben heute circa eine Stunde Zeit aufzunehmen und tja, wir sind letztes Mal im Fahrrad stehen geblieben. Ich wollte auch gleich mal mit den Kindern hier quatschen, die hier schreiben. Siehst du die Muster hier auf dem Boden? Unser Lehrer meint, die Muster haben vielleicht eine besondere Bedeutung. Sind sie nicht unglaublich? Ich muss darüber einen Aussatz schreiben. Aha, aber wir haben ja noch ein Kind mehr. Ich soll als Hausaufgabe etwas über alte Zivilisationen lernen. Bei der Suche nach Spuren habe ich auf dem Boden etwas Seltsames gefunden. Ich brauche es nicht, also kannst du es haben. Pixis bekommt den Sternkarten, Magnus. Nehmen wir sehr, sehr gerne an. Unglaublich gerne. Tja, aber hier sind ja noch mehr Leute, mit denen wir reden können. Wir können noch ein bisschen mehr quatschen. Du bist bestimmt überrascht über die Wolken hier, was? Die ist der einzige Ort auf der Welt, an dem man so viele schöne Wolken sieht. Mit der habe ich schon letztes Mal geredet. Sie redet auch über Diadem. Na, wir haben ja noch mehr. Ja, ein bisschen mehr quatschen. Bruder hat gesagt, ich soll 100 Runden laufen. Wie viel ist 100? Ich hätte es herausfinden sollen, bevor ich zu laufen anfing. Hättest du vielleicht, ja? Ich will ein Bergapfel, ich will ein Bergapfel. Ich will einen Lukas zum Frühstück, Lukas, du altes Arschloch. Okay. Okay, alles klar. Wir sollten ja vielleicht ein Bergapfel gehen, die wir zufälligerweise Alex Hand mitgenommen haben. Hier hast du. Danke, das schenke ich dir. Ich habe es vorhin gefunden. Sieht so aus, als ob wir Magna-Essenz von Kieselstein aufnehmen können. Willst du zu Chico? Jo, werden wir brauchen. Alex Hand! Haben wir aufgenommen. Magna-Essenz von Kieselstein wurde aufgenommen. Okay, danke. Alles klar, schön, dass wir das haben. Tja, das hätten wir geschafft. War hier aber noch was gewesen. Hier muss eigentlich früher oder später... Das ist nicht der alte Opa hier, ne? Also habe ich gesehen, wie ein riesiges Schiff auf das Herrenhaus zuflog. Ich möchte wetten, dass das ein imperiales Schiff war. Der gesamte Rumpf war mit Glitzer und Gold überzogen. Eine einzige protzige Geschmackslosigkeit. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Vergiss bitte, dass du das gehört hast, ja? Also früher oder später, ich gehe jetzt einmal kurz raus und rein hier. Es gibt ja nämlich ein kleines Geheimnis auf diesem Kartenabschnitt. Und zwar muss man hier einen kurzen Moment warten. Hier kommen die Nebelfische. Aber hier passiert noch ein bisschen mehr. Hier kommen, erstmal kommen so zwei, also ein junges Paar angerannt. Na, das ist nicht alles. Wenn man hier lange genug wartet, dann gibt es hier nicht ein kleines Geheimnis. Und zwar, kommt hier gleich ein alter Mann. Aber erstmal können wir mit dir reden. Was willst du? Siehst du nicht aus, wie ich mit meiner Freundin einen Spaziergang mache? Geh mir aus dem Weg und... Ziehleine. Ziehleine. Ziehlein. Ziehlein. Ziehleine. Zieh. Ich versteck mich hier hinten. Oh, da kommt der alte Mann! Hey, alter Mann! Können wir dir reden? Alter Mann, bleib hier! Diese Straße ist zu steil für alte Damen wie mich. Ich überlege mir, ob ich nach Severin ziehe oder sonst wohin. Ist ja doch viel friedlicher. Ach ja, das brauche ich. Das ist eine alte Frau. Nicht mehr. Deshalb möchte ich es dir schenken. Yes! Du hast ein Magnusheim. Finsterwald Stufe 2. Das können wir zwar momentan nicht benutzen, aber wir haben eine Stufe 2 Karte im Elementarbereich jetzt so früh schon. Das, meine lieben Freunde, ist krass. Denn diese Magnus auf der Kartenstufe, er macht wirklich 36 Schaden. 36. Mein stärkster Angriff hier, das Feuerschwert, was übrigens auch bald ausgeht, macht 28. Dann Eisdolch 23. Richtig derbe Secret! Ja, okay. Also mehr Secret kann man nicht mehr aus diesem Spiel machen. Und ich hoffe, das sieht ja auch genauso gut. Na gut. Weiter geht's ins erste Haus von rechts. Weiß gar nicht, wo man hier reingehen kann. Was hier? Ich glaube, das war das erste hier. Ich glaube, das hier rechts ist das erste. Gibt's dann auch noch was zu holen? Tja. Also richtig krasse Karte. Wenn man dort richtig geduldig ist und wartet, dann kriegt man das eben halt auch. Dann ist das eben halt zu holen. So kann man das dann eben halt machen. Na gut. Ich möchte mal hier mich ein bisschen umsehen. Und in Teller stehen Daten, kleine Schrift. An Ihnen Hochzeitstag kommt ein weiterer Teil zur Sammlung hinzu. Das ist wie, als würdest du den ganzen Panzer im Frontmisch bekommen, nur weil du mit ihm geredet hast. Ja, ist halt wirklich so. Equippen kann ich noch nicht. Ich habe keine Cella mit dabei. Das geht nicht. Was haben wir noch hier? Die sauberen Teile sind ordentlich gestapelt. Oh, das ist eine schöne Wohnung hier. Schön hier. Lasst uns Wolkogärten die neue Blutpracht. Das Bücherregal ist voller Bücher über Gartenbau. Okay, was haben wir noch?
Denn im Brett steht ein verstaubter Wasserkrug. Mhm. Und sonst so? Ist ja schön hier so ganz so weit. Meine ich, gab's da was? Essen in Diadem! Restaurants mit schöner Aussicht! Es ist ein Reiseprospekt. Zwischen den Seiten steckt ein Magnus. So ganz zufälligerweise. Und wisst ihr, was es ist? Ich weiß es! Shish-Kebab! Ich wollte schon vorher sagen, ein Shish-Kebab-Mittel. Yeah! Ganz schön cool, so ein Shish-Kebab, wenn ihr mich fragt. Naja. Was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nichts sagen. Na gut. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Die Blumen sehen verwelkt. Ist niemand da, der sie gießt? Du siehst ein verwahrlostes Blumenbeet. Oh, zufälligerweise habe ich reines Wasser dabei. Ganz zufällig. Oh, das bringt mir was? Noch nichts. Oh, ich hab Moinkmilchjoghurt. Okay, verdammt. Hat sich schon verwandelt. Meine Moinkmilch hat sich zum Moinkmilchjoghurt verwandelt gerade eben. Nun sind alle Leben auf den Blättern glänzend die Tautropfen im Sonnenlicht. Sieht aus, so können wir nachher diese Blume aufnehmen. Willst du? Jo, geil. Nehmen wir mit. Alex Hand! Ich habe es eben vergessen. Okay. Hätten wir das geschafft? Hm. Hallo, Lickinger. Magnus, jetzt, dass wir nachher diese Blume wollen, an der Magnus aufgenommen. Ja, gerne. Nehmen wir natürlich auch gerne so mit. Na gut. Was konnte ich eigentlich machen? Ich wollte jetzt ganz weit nach hinten gehen. Wir müssen gucken. Aber hier ist noch eine Dame. Hey, Chef, hier drin findest du nichts von Interesse. Es gibt keinen Grund für dich herumzuhängen. Warum gehst du nicht einfach? Wo? Hier? Ach so, da! Ja, nee, ich will ja hier rein. Hallo, Weizencrack hier. Ja, ist wirklich so. Oh. Wie findest du das Bild an der Wand da drüben? Das ist meine Frau. Schön, nicht wahr? Ich hätte mich immer an Tami. Hält mich für einen Tauge. Also habe ich es ihr in der Hoffnung gekauft, dass sie dadurch eine höhere Meinung von mir hat. Tauge. Nichts. Gepflegte Topfpflanzen. Moment, in einem Topf steckt ein Magnus. Du hast eine Bonsai-Kiefer. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Sehr, sehr gerne. Übrigens, was dich interessieren sollte, eigentlich, die Bonsai-Kiefer heißt im Englischen Pine Tree in dem Spiel. Und wir wissen, an wen wir beide daran denken. Auge nichts. Ja. Was soll man machen, ne? Man kann eben halt nicht alles haben in dem Spiel, ne? Können wir noch mal ein bisschen gucken gehen, einfach mal so für sich. Können wir mal noch mal unten gucken, was es hier noch so zu entdecken gibt. Wer weiß das schon so ganz genau. Irgendwie vielleicht. Hier drüben. Pint wie also, ja. Ich hab ja neben mir, als eine kleine Guide immer neben mir so, falls ich was vergesse, eine kleine Guide neben mir stehen, wo wichtige Fakten genannt werden. Oh nein, Alex, guck mal, wer hier ist. Imperiale Soldaten. It's the end of an Empire Soldaten, wie ich sie auch gerne nenne. Was starrst du so und so an? Wir sind hier nicht im Aquarium, Kleiner. Hau ab. Du willst dich also doch nicht einfach mit uns anlegen, oder? Hör auf, ist doch sinnlos, mit so einem Bauernjungen Streit zu suchen. Lass ihn in Frieden. Was sagen die Fische dazu? Quiek. Quiek. Und du? Quiek, quiek. Kuh-quiek. Ich finde es gut, dass sie verschiedene Dialoge haben. Quiek, quiek. Quiek. Okay, schön, dass sie sich auch unterhalten so ein bisschen. Das muss natürlich auch sein. Hey, hör auf. Wenn du so zu viel trinkst, ist deine Frau wieder sauer. So ein besoffener Typ. Ein Auto bedeutet, ist ein Volltrottel. Er ist ein Feigling, ein Jammerlappen, ein... Okay. Hör doch auf, es könnte hier jemand hören. Du hast ein zu viel über den... Du hast... zu viel über den Durst getrunken. Ach, heilige Klamme, sei seine Schuld. Udolpho leckt den imperialen Truppen die Stiefel. Kein Wunder, dass die uns herumkommandieren. Ja, auch damit, dass wir in Frieden leben, haben wir Lord Udolpho zu verdanken. Das solltest du wissen. Wir sehen so ein bisschen Info über das Spiel. Das sind neue Warcraft 3. Im Frieden, seit wann bist du einmal Besetzung durch imperiale Truppen als Frieden? Sprichwort nicht mal. Beste Reaktion. Hast du sie gesehen? Die Fieslinge, die mit diesem Schiff gekommen sind? Das sind richtige Tiere. Schon bei geringsten Anlass werden sie aggressiv. Die Typen machen mir richtig Angst. Wenn ihr dein Lieben lieb ist, solltest du ihnen aus dem Weg gehen. Was haben wir noch so hier? Der Wirt. Das ist schon das zweite Mal in weniger Wochen, dass wir Besuch von Imperium bekommen. Beim ersten Besuch kam ein kleiner... Das Chat ist genial. Ich kenne das. Ja, vielleicht nur die Lagerkunde. Dieses Mal ist ein riesiges Schiff gekommen. Was haben die nur für Interesse an uns? Haben sie vielleicht die Schätze einer verlorenen Zivilisation?
Nein, Scherz auf der Seite. Zivilisation gefunden? Weiß ich nicht. Kann sein. Bergapfelwein aus Sebirei und Spare Ribs von Moings sind die Spezialitäten des Hauses. Wir verwenden nur das Fleisch von jungen Moings, die wir direkt aus Sebirei beziehen. Die Spare Ribs werden über Nacht in heißem Wasser hochgekocht, dann mit Bergapfelweinsoße gewürzt. Was meinst du? Klingt doch lecker, nicht wahr? Die willst du bestimmt probieren, oder? Na, jetzt nicht unbedingt. Na gut. Alex stirbt. Nicht mal anmerzen. Ök, ök. Eine hinter die Binde gekippt. Okay. Okay, so ist das immer, weil sie das kommentieren soll. Ja, das glaube ich dir gerne. Tja, das war's aber soweit, was ich hier machen kann. Wir haben gleich alles abgeklappert, aber es geht natürlich noch weiter. Und zwar gibt es hier jetzt einiges zu tun. Hier gibt es sicher auch etwas ganz, ganz leicht zu übersehen. Zum einen übrigens könnt ihr euch in dieser Stadt hängen, überall Wolken. Man kann da gar nichts sehen. Man kann diese Wolken, glaube ich, auch mitnehmen. Aber was auch wichtig ist... Quiek? Quiek. Hat da Bescheid gegeben. Da also gerne. Machen wir so. Okay, was haben wir noch hier? Es sieht nicht so aus, als ob meine Wolkenmöwe sich so weit erholen wird, dass sie wieder fliegen kann. Außerdem geht das Gerücht, dass das Imperium unsere Nation überfallen will. Meine Wolkenmöwe, das Imperium. Mann, oh Mann, ich muss etwas tun, aber ich weiß nicht was. Ich liebe es übrigens, dieses Spiel einfach hier zu spielen im Stream. Habe ich das schon mal gesagt? Ich finde es total entspannt nach dem Arbeiten. Hatte auch jemand mich gefragt gehabt, wie du das so fertig bringst, das nach dem Stream, nach dem langen Arbeitstag noch aufzunehmen. Weil es für mich Entspannung ist. Das ist für mich pure Entspannung und dementsprechend kann ich das sehr gut machen. Dementsprechend mache ich das auch sehr, sehr gerne. So! Wir müssen übrigens hier reingehen, hier zu unserer Rechten. Und hier ist nämlich was versteckt. Tja, die größte andere Zeit, was die es so gibt in dem Spiel, neben diesen Sternkarten, ist gleich hier. Diese athletische Figur. Diese fein gemeißelten Züge. Du siehst genauso aus wie ich in jüngeren Jahren. Nicht zu fassen, dass wir nicht miteinander verwandt sind. Sag mal, was hältst du davon, ihr alten Anekdote gefahren zu tun? Das springt für mich dabei heraus! Wir wollen doch keine Zeit damit verkaufen, diesen Assi zu helfen, oder, Chico? Nein, wir helfen ihm, das ist eine Zeitquest. Na gut, na gut. Ich helfe dir! Du sagst schon, was du von mir willst! Du willst das also für mich machen? Danke! Ich spüre, dass meine letzte Stunde bald schlägt. Wenn es soweit ist, möchte ich im Kreis meine Kinder und meine Enkelkinder machen. Um es kurz zu machen, ich möchte, dass du die Mitglieder meiner Familie findest und meinen letzten Wunsch wahr werden lässt. Deine Hilfe soll natürlich belohnt werden. Mal nachdenken, was könnte ich dir geben? Ich hab's! Sobald eine bestimmte Anzahl meiner Familienmitglieder zu mir zurückgekehrt ist, gebe ich dir als Belohnung für deine Bemühungen eine der Magnussi! Einige der Magnussi-Besitzer sind ziemlich cool! Oh, ich habe mich etwas zu sehr aufgeregt. Mein Blutdruck ist gestiegen. Einen Moment! Das Schnaufen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ausatmen. Oh, jetzt geht's mir besser. Hier, nimm. Das ist mein Stammbaum. Du hast den Stammbaum. Du hast den Stammbaum erhalten. Moment mal. Lass mich meinen Namen in den Stammbaum eintragen. Kusnen, 100 Jahre alt, männlich. Ein alter Mann, dessen Tage gezählt sind und der seine Familie ausfindig machen möchte. Übrigens hier eine kleine Legende, Kasmans Stammbaum. Blutsverwandt und angeheiratet. Es ist etwas selbst, sondern ich weiß, aber jedes Mitglied meiner Familie trägt ein Armband. Wer ein Armband trägt, ist vermutlich ein Mitglied meiner Familie. Zeig ihm den Stammbaum, lass ihn seinen Namen tragen. Den Anfang kannst du bei meiner Frau Taimir machen. Der steht da drüben. Du musst ihm nur den Stammbaum zeigen. Sie bitten, sie zu unterschreiben. Okay. Ich habe euer Gespräch mitbekommen. Danke, dass du meinem Mann helfen willst. Gibst du mir den Stammbaum? Sieh zu, während ich meinen Namen eintrage. Da verstehst du bestimmt, wie du ihn ab jetzt verwenden musst. Okay. Das stimmt, ich bin Taimir. Ich trage jetzt meinen Namen ein. Taimir, 55 Jahre alt, weiblich, Kismans fünfte und derzeitige Ehefrau. Sieht finger aus, als sie tatsächlich ist. Wieso hat eine 45-jährige alte, jüngere Frau? So, das war's. Nachdem ich dir gezeigt habe, wie es funktioniert, sollte es für dich ein leichtes sein. Wenn du den Stammbaum öffnest, kannst du sehen, wie viele Familienmitglieder sie schon eingetragen haben. Wenn du eine Schwierigkeit hast, jemanden zu finden, mach dir keine Sorgen. Zelda und seine Geschwister geben eventuell hilfreiche Tipps. Es wäre zu schön, wenn viele Familienmitglieder kämen. Ich kann es kaum erwarten. Bitte finde die Scheiße und bring mich um! Bring alle um! Okay. Ja, das war's hier soweit. Wenn du immer geradeaus gehst, kommst du zu einem großen Tor. Das ist der Eingang zum Herrenhaus unseres Lords. Luck Millord? Siehst nicht so aus, als ob du von hier stammen würdest. Wenn du den Lord besuchst, denk daran, dich zu benehmen. Nö, mach ich nicht. Ich kann eigentlich laufen. Okay, ja. What do you want? One of our Empire's battleships is in berth at this mansion. Move along. Nothing to see. Well, I didn't expect them to usher us through the front door. What should we do? Stirring things up with a fight wouldn't be too wise, I suppose. Woran denkst du? Hello, the third, Master of Shadows, at your service. Catch me if you can. You! Come back here! What was that all about? That little devil. You saw him too, didn't you? He's been sneaking into houses all over the city. That boy is up to no good, I tell you. I heard he even snuck into the Lord's mansion there. Is there no end to his mischief? Gut, dass du es zufälligerweise erwähnst. If I see him again, I'll be sure to catch him and teach him a lesson. Did he really sneak into the Lord's mansion? How did he do that? How
should I know? There could be a hidden entrance somewhere or something. I'm surprised he didn't get caught by the Imperial soldiers. A hidden entrance? If only I could get my hands on that kid and ask him. Tja, was kann man da machen? Was soll man da machen? Tja, vielleicht. Vielleicht haben wir eine Frage. Vielleicht haben wir eine Frage. Eine Entscheidung zu fällen. Na, Paolo, wo gehst du hin? Egen. Dachte er sich. Egen. Hinterher hinter den dummen Typen. That's funny. Could have sworn he came in here. Whoa. What are you doing here, man? You're trespassing on my turf. Paolo the Third, Master of Shadows. Perfect timing. I've been looking for you. Really? Do you want to be one of my henchmen? No, not exactly. I need to get into the Lord's mansion. I heard you snuck in the other day. Could you tell me how you did it? So you want to visit the Lord's mansion, huh? I could show you how, but why on earth do you want to get in there? Why? Well, you see... Tja, Alex, du bist gefragt. Leute, die es nicht verstehen, Alex darf hier die Entscheidung treffen, was Chico zu Kallus sagt, der Schutzgeist. Und je nachdem, was ihm halt passiert, wird die Synergie zwischen den beiden besser oder schlechter, wenn Chico sich mehr so benimmt, wie Kallus es von Chico erwartet. Okay. Let me guess. You're in love. Quit talking through me. I can't believe you made me say that. Haha. Okay, no problem. You know, those kind of stories make me a little misty-eyed. But it's gonna cost you. No offense, but I'm in a hurry. So, you have to tell me now. Hold your horses. Business is business. Secrets can only be told in return for loot. That's the bottom line. You bring me the loot, I'll tell you the secret. Loot? That's right. A rainbow spider's web. I'm collecting them. Bring me one, and I'll tell you the secret. Huh? A spider web? You call that loot? Ich hab looten. I'm probably the only one who has four of them. Pretty cool, huh? Okay. Loot, huh? If you insist. Oh, man, this is annoying. Any idea where I'd find such a web? That's what I like to hear.
Okay, let me think. They're pretty rare, but sometimes I could find one in the bushes or on a riverbank. Only sometimes, though. Try looking around the river, outside the city. You'll find one if you're lucky. If I'm lucky, huh? I guess I don't have a choice. Let's get this over with. Für Flo ist das natürlich das perfekte Spiel für den Raptus. Weil er hier sehr, sehr viel Loot finden wird, was mich richtig freuen wird. Wird richtig auf den Loot-Anfall kriegen. If you find the web, take it there. I'll tell the boys you'll be coming. Well, good luck, man. Okay. Was wir jetzt eigentlich tun sollen, ist... Wir sollen jetzt um dieses Viech kümmern. Sollen wir uns schnappen. Machen wir aber nicht. Wir bewegen uns jetzt einmal schnell über die Schlucht so drüber und gehen zurück, wie hieß die Stadt noch? Tabelrai oder wie auch immer sie hieß. Und, möchte hier noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich möchte noch mal kurz in den Stall reingehen. Dumme Kackwolke, was zur Hölle. So, ich will mit der Dame, die hier gerade am Milken ist, noch mal ein bisschen reden. Du warst so im Faircut, nicht wahr? Ich kann es am Duft deiner Kleidung erkennen. Wie war es in der Stadt? Und dann sagen wir, ey, ganz schön geil dort gewesen. Es freut mich, dass du so hörst. Du hast in der Straße geschriebene Wolken, du hast einen guten Geschmack. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt aufgeregt bin, aber ich möchte dir das hier geben. Nimm das, du hast Magnus erhalten. Kettchen stiller Winde. Dankeschön. Sehr lieb. Hat mich sehr gefreut, dass du mir das gibst. Tolle Sache. So. Ach ja, stopp. Oh, hier, da, die war noch da. Ich hab's fast vergessen. Frau mit Armer. Oh, hallo, schönes Wetter heute, was? Heute wird es nicht so kacke wie sonst. Wenn es so heiß wird, werden die Moiks träge und faul. Wenn das passiert, wird ihr Fleisch fett und lässt sich schlecht verkaufen. Schlechte Moikverkäufe können wir uns einfach nicht leisten, wie immer. Ja, yeah, unterschreibt den Scheiß. Cosman, das ist mein Schwiegervater. Was ist mit ihm? Er ist sterbenskrank? Wirklich? Wer bist du? Ich bin Callus, der Megamörder. Oh, mein Schwiegervater hat dich gebeten, seine Verwandten zu suchen. Ich fahre hin, da mein Mann Wintaka ist. Sollte ich mich hier eintragen? Hä? Wer ist Wintaka? Oh, Wintaka. 47 Jahre. Ihr Mann arbeitet in der Stadt und ihr Kind streift durch die Welt. Sie wartet auf ihre Rückkehr. Mein Mann arbeitet schwer in einer Stadt namens Wintaka. Er ist nicht gerade ein Adonis, aber ist ein guter Mann. Okay, freut mich sehr. So, ich habe Folgendes vor. Eine Sache kann ich jetzt so spontan noch erledigen. Und zwar erinnert ihr euch bestimmt noch daran, dass wir an einen Ort vorbeigegangen sind, wo ich Feuer brauchte. Tja, sieht so aus, als könnten wir die kleine Flamme hier mitnehmen. Und dann denkt sich Alex so... Alex Hunt! Und Alex Hunt nimmt die kleine Flamme mit sich und will sie jetzt gerne zu diesem Baum nehmen, den wir letztes Mal nicht wegschieben konnten. Und wir zünden das Scheißding diesmal einfach an. Was haltet ihr von der Idee? Ja, das hat einen schönen Namen, definitiv. Okay, das Kettchen stiller Winde. Habe ich eigentlich schon meine Schnalle jetzt ausgerüstet? Ja, habe ich. Okay. Muss ich kämpfen? Nee, kam dran so vorbei. So. Wir haben uns Escape ja letztes Mal schon geholt. Aber wir werden trotzdem da wieder hingehen müssen, weil wir die Vögel noch brauchen. Ein großer ausgetrockneter Baumstamm blockiert den Weg. Wenn wir hier durch wollen, müssen wir etwas gegen diesen Baumstamm unternehmen. Wenn ich diese Sens von Flammen in einem leeren Magnus hätte... Flammen. Im Haus des Dorfältes habe ich doch einen Kamin gesehen. Jo, geil. Zufälligerweise habe ich eine Flamme dabei. Alex Hunt! Gut, dass nur der Baum weggebrannt wird und du drinnen im Feuer... Okay, das hat eine Wendung genommen. Einser-Kombo. Das muss reichen. Na, machst du Einser-Kombos? Okay, hab ein paar gemacht. Reicht völlig aus. 10% mehr Schaden. 44%. Immerhin 4 Schaden gemacht. Immerhin. Müssen wir mal lassen. Ja, dann beiße ich ihm halt einmal. Das juckt mich jetzt nicht wirklich. Ich kann mir aber den Moment nutzen, um mich zu heilen, ne? Also, kann ich von mir selber eigentlich ein Foto machen? Ey, kann ich. Geil, mach ich. Wie soll das denn funktionieren? Nein, tu es nicht. Kenn es bitte nicht.
wenn ich ein Foto von mir selber mitnehmen kann, ne? Dann krieg ich eins zu viel. Oh fuck, war zu langsam. Hier, nimm Eis. Ja, hat das gereicht? Ja, es hat so ein bisschen was. Okay. Ich hab ein Foto gemacht. So, machen wir eine Achter-Kombo. Achterpaar sollte reichen. Jupp, macht auch genug Schaden, 35. Und schön. Hätten wir. Nein. Oh nein! Yugi ist wild von Kallus. Seine Augen sind immer auf der Suche nach dem Gegner. Bilder von Monstern lassen sich zwar gut was verkaufen. Normale Porträts hier sind jedoch nicht besonders viel wert. Okay, dann nehmen wir ihn nicht. Nimm's trotzdem mit. Weil es einfach so ein Bild ist. Zack! Die Karte will ich haben. Zeit für ein Eiszeug. Gibt's auch Selfies, ja. Stimmt, ich hab da nicht drüber nachgedacht. Oh shit. Ich habe jetzt ein Eiszeug bekommen. Gut. Damit können wir auch, ja, ihr seht, das letzte Feuerschwert ist ausgegangen. Ist ein Kurzschwert geworden. Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Kommt der Eisdolch natürlich genau gelegen. Schön. Hat mir also, hat sich also doch schon ganz gut gelohnt. Ja, das ist wirklich allerdings recht Kallus. Okay, wir übertreiben richtig. Fuck, habt ihr das Geräusch gehört? Da war das Geräusch gerade. Das Geräusch, dass wir eine Superattacke hätten machen können im nächsten Modus. Fuck. Ich hätte euch so gern einen gezeigt. Da wäre gerade einer gewesen. Hat doch relativ lange auf sich warten lassen, aber scheiße. Hätte ich doch... Verdammt. Okay. Egal. Scheiße. Oh, dann würde ich sagen, weiter geht's. Da wäre es also gerade möglich. Das war das Geräusch dafür. Hört sich an wie so ein übertriebener Wind, der einen anpustet, Elektrowind. Okay. Wir wollen uns noch einen Vogel mitnehmen. Sieht aus, als könnten wir den blöden Vogel mitnehmen. Willst du? Ja, ich will den blauen Vogel mitnehmen. Fuck, Vogel. Okay, hätten wir den? Tja, dann will ich nochmal mit ihm reden, weil er war auch ein Armbandtyp gewesen. Sieh mal, endlich habe ich ihn gefangen. Ist das zu fassen? Bin so aufgeregt. Ja, ja. Was hältst du davon, wenn du meinen Scheiß hier unterschreibst? Ich soll den Scheiß unterschreiben, ob ich das tue. Ich bin... Ha! Ha, Karl, Professor der Zoologie. Wo bist du denn? Da hinten? Oh, okay. Okay, oh Mann. Oh, schön. Nein, die Schadensberichte mache ich nicht aus. Die Schadensberichte lasse ich immer zur Übersicht für euch alle da. Also, niemals. Die werde ich nicht ausschalten, Lickinger. Niemals. Das wirst du bei mir nicht erleben. Allein schon für die Übersicht für mich selber und einfach das so ein bisschen zu sehen. Und zweitens, damit die Zuschauer auch ein bisschen die Übersicht behalten. Also, das kann ich nicht machen. So, wir müssen weitergehen. Vom Zielbereich Nanke Valley. Was ist denn das für ein Staumbaum? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten nach Zielbereich nochmal gehen. Ich glaube, das war nochmal eine Sache mit der Milch gewesen, die ich nochmal brauchen will. I feel like a bully or something. Okay, gut. Oh, Glückung. Glückung, dass wir noch ein Schwert bekommen haben. Und tschüss. Ich glaube, für dich reicht sogar ein Schwerthieb. Ich will mal gucken. Na gut. Gucken wir mal nach. Müssen wir einmal verteidigen. Jo. Sie machen ja keinen Elementarschaden. Aber Gift. Das sollte eigentlich reichen. Einmal so ein Eisschlag. Oder? Hat's, ne? Jo. Ja, ja. Sie sind rund 48. Ja, 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 ja. Ja, beides nicht so tolle Sachen, ich weiß nicht mit. Schön. Wollen wir mal rübergehen? Und dann wieder runter. So. Gehen wir auch bald schon wieder raus aus dem Wald hier. Fette Skills wie im Front. Wieso wird das Spiel eigentlich mit Frontmisch verglichen? Ja, es passiert halt. Das ist von dir abhängig, nicht von mir, Alex, ob ich die machen kann oder nicht. Ich muss nochmal mir nochmal eine Milch holen. Eine Milch. Naja, alles nicht so wild. Alles nicht so schlimm. Gut. Ich möchte einmal mir nochmal was aus dem Pott hier rausnehmen. Jo, gib mal mehr mit den Scheiß. Wir haben keinen leeren Magnus. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, oder? Das kann ich nicht wegschmeißen. Ich glaube... Ne, den brauche ich, den Joghurt. Die Blume kann ich mir nachher nochmal wiederholen. Ja, das kann ich machen. Ja, die Kieselsteine kriege ich so schnell nicht wieder. Ja, die Blume. Ey,
Nee, die Blume muss ich aber loswerden. Yep. Ich kann mir nachher nochmal holen. Aber jetzt brauche ich die Milch gerade. Alex Hand! Tja. Wie viele Leute sind hier heute noch anwesend? 16. Okay. Okay. So. Wir gehen jetzt in die Schlucht wieder rein. Da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Ich sage von meiner Energie aus, ja, das ist okay. Gut, damit kann ich einen Kampf machen. Kommt jetzt wieder so ein kleiner Mini-Boss. Ja, ich habe das Gefühl, dass Kieselsteine echt ziemlich selten sind in dem Spiel. Und da werde ich den erstmal eine Zeit lang behalten. Zumindest im Moment sind das echt selten. So. Oh, das ist reißender Wind! Okay. Da haben wir jetzt gerade nochmal die Möglichkeit, es zu sehen. Das wird so ruckeln. Oh shit! Also, oh fuck! Das war Wind! 160 Schaden! Okay, alles klar! 160 Schaden gemacht! Gut. Gut. Nehmen wir mal so einen Kauf. So, machen wir den hier. Den Helm werfe ich ihn auch nochmal entgegen, weil es witzig ist. Hier in dem Helm. Das ist übrigens kein Straight, weil es nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht haben, auch wenn er 6, 7, 8 drin ist. Das zählt nicht. Das muss schon in der richtigen Reihenfolge ausgespielt werden. Nee, hör auf. Nein. Straight up wäre, da wird nichts durchkommen eigentlich. Ah, auf jeden Fall sehr weh. Oh mein Gott, ich vergesse, wie viel Schaden sie waren. Also, Karten werden gemischt? Wie viele hast du? Null? Okay. Was zur Hölle? Hat echt einfach nicht geruckelt, war echt ziemlich gruselig. Na gut. Not bad. Doch, sehr gut gemacht, Kerlis. Das hat sich gelohnt. Oh, noch eine Feuerrüstung. Können wir gebrauchen. Es wird im Moment kommen, wo sie nützlich sein wird. Jetzt gerade nicht, aber es wird kommen. Irgendwann kommt der Moment. Lass mal hier runtergehen. Wir müssen nicht einen Kampf führen. So. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie, unter welchen Umständen ich das Spiel vor einem Jahr gespielt habe. Die haben echt ziemlich viel im Emulator noch gemacht. Das ist echt klasse, muss man einfach mal sagen. Die sind dead, bist du dir sicher? Weißt du, wie viele Gegner hier gerade sind? Nein, ich wollte dich ja nur mal fragen. Kann ich so ein Tode-Foto schießen? Mach ich jetzt. Pass auf! Oh fuck, dieses Foto! Oh shit! Okay, oh! Oh Gott, gerade noch rechtzeitig! Hört auf, ey! Ihr seid gruselig! Oh fuck! Ja, da war ich nicht schnell genug. Da konnte ich so schnell nicht rüberziehen. Die Viecher greifen auch verdammt schnell an, muss man dazu sagen. Die sind echt fix auf den Beinen. Was sollen wir die ganze Abwehrkarten hier? Ein Messer! Und ein Helm noch dazu! Okay. Das Foto ist auf fuck. Weg damit. Da hatte ich einen in der Nähe. Hier ausgekickt. Tja. Die Kombo wird am Ende erst der Schaden wird, der ist getötet, deshalb ist es witzig. Hier ausgekickt. Nö. Schöne Sache. Schön. Na, Eisrüstung. Kann man einfach mal mitnehmen. Elementarsachen sind immer gut für bestimmte Momente. Guck mal, was da hinten neu ist. Seht ihr das schon? Das war vorher nicht da. Ja, so kann es gehen. Ah, da wollen wir jetzt hin. Da will ich ran. Aber da steht leider noch jemand im Weg. Aber der ist zum Glück Geschichte, wenn es nach Kellis geht. Machen wir eine 1, 2. Ja, das sollte reichen. Das reicht. Da kannst du auch so wie abwehren. Er so, oh fuck. Diese Abwehr. Ja, da war es doch schon. Jupp. Hook, krieg noch nicht mal was für. Aber wir können da runtergehen. Denn hier unten wartet ein kleiner Boss auf uns. Erstmal den Shish-Kebab. Ja, dazu nie genug Shish-Kebab zu essen. Diese Heil-Items. Weil ich sie immer aufbewahren möchte für drastische Momente. Aber das kommt nie dazu. Das könnt ihr euch ruhig mal zwischendurch nehmen. Damit ihr einmal wie. Diese Heil-Items in dem Spiel sind halt echt wirklich eher dazu gemacht, sie zu nehmen, damit ihr nicht an und zurückrennen müssen. Das wäre schon wieder gewesen. Ich fasse es nicht. Und macht 30% mehr Schaden. Du bist dran, mein Freund. Du bist dran. Du wirst so sterben. Kannst noch so sehr einen auf Saftkorn machen. Aber heute zerfetzt ich dich in 1000 Teile.
hat alles abgewehrt. Das kam übrigens jetzt da, weil es eben halt Verteidigungszunahme gemacht hat. Und dabei verteidigt es, glaube ich, jeden Angriff. Fuck. Ich glaube, er kann mit Laser schießen. Oh, er macht Wasserschaden. Fuck. Ich hätte mir vielleicht eine Feuerrüstung anziehen sollen. Oh, mein Bambus-Sprössling ist zum Bambus-Schössling geworden. Der macht jetzt viel Schaden. Der macht jetzt echt viel Schaden. Irgendwie über 20. Na gut. Ist okay. Damit machen wir jetzt ordentlich Schaden. Oh, Feuer. Jupp, das war schon besser. So, mal sehen. Eins. Und die normale Lederjacke mal weg. Ach, das hätte ich nicht tun sollen. Da war ja so super stark dagegen. Upp. Das war ein dummer Zug von mir. Aber er macht wieder Härten da was. Zuckt dabei so dumm. Na gut. Dann zieh ich halt ein paar Karten. Ah, das ist lieber so. Wasser bringt eh nicht so viel. Kann ich lieber die nächste Kombo versuchen mit einzubauen. Rennt ja nicht weg. Na, dafür habe ich keine guten Karten. Das ist nicht gut. Aber egal. So viel Schaden macht er nicht. Drei. Einmal die Eisrüstung weg. Ja, das ist aufgrund des Sets, was wir unten haben. Da wird dann zuerst mal wirklich nochmal dargestellt. Man hat hier keine Möglichkeit, irgendwie jetzt an Feuerkarten so richtig reinzukommen, außer diese Feuermonster, wenn man die gefarmt hat. Aber sonst zeigt er das Spiel gerade, guck mal, wie gefickt du bist, wenn du nicht das richtige Elementar hast. Und das kriegt man jetzt gerade bei denen hier gerade sehr gut zu spüren einmal. Das finde ich richtig, richtig klasse gemacht. So. Verteidigungszunahme von mir aus. Ah, ich will gerne ein Foto von dir machen. Weil das ist die einzige Chance, von diesem Viech ein Foto zu machen. Also, er hat das Foto abgewehrt. Er hat das Foto abgewehrt. Im Ernst. Willst du mich verarschen? Hör auf. Mann. Ja, gut. Oh, shit. Weg damit. Jupp. Ja, es wird aggressiver. Es macht langsam mehr Schaden. Geil, ich krieg jetzt gleich einen Blue Storm in den Arsch gesteckt. Warum auch nicht? Das macht nämlich mehr Schaden. Ja, ja, das hält einiges aus, das blöde Mistvieh. Blue Storm ist das Einzige, was hilft. Aber sie ist schwächer. Guckt euch an, wie sie jetzt steht. Oh, oh, das war nicht clever. Das wurde abgewehrt, ja, ja. So, Bambus-Schössling, statt jetzt 45 zu heilen, macht ein Bambus-Schössling heilen, macht jetzt 22 Schaden. Ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied natürlich, definitiv. Heil dich mal. Gut. Aber wieder geheilt, damit er wieder angreifen kann. Muss unbedingt die Rundschildkarten aus unserem Deck kriegen. Die sind langsam nicht mehr viel wert. Okay, 2, 3 und 4. Das ist gut. Das ist gut. Das macht ordentlich Schaden. Ja, plus 28% mehr Schaden durch den Dreier-Straight. Ihr seht schon, wenn ihr hier Straights und Pairs macht, es lohnt sich. 28% mehr Schaden durch den Dreier-Straight. Definitiv super. Gut. Also den hier, die eine Eisrüstung weg. Du müsstest eigentlich bald tot sein, mein Freund. Weißt du das eigentlich? So viel kannst du nicht mehr aushalten. Feuerrüstung. Jupp, da kommt nicht viel durch. Der 6. 1, 6, 8. Okay, von mir aus. Oh, 23 Schaden. Ne? Machen wir andere Runden natürlich mehr, klar. Aber was jetzt machen? Wasserschaden können wir eh nicht aufhalten. Hier, willst du die Topfellen auch noch haben? Nee, ich werf die Eisrüstung mal weg, lieber. Voll dramatisch gestorben, irgendwie. Okay. Aber so richtig dramatisch. Gut. Tja, kannst du sehen, Kerle, wie stark du bist. Gut, wir haben übrigens zusätzlich bekommen das Duellschwert. Die ist auch sehr als Schwertbrecher bekannte Klinge mit zwei Spitzen, dient dazu, die gegnerische Klinge zu fassen und zu zerschmettern. Eine solche Waffe sollte Krieger übernatürliche Stärke verleihen. Ja, 28 Schaden und 16 Verteidigung ist natürlich schon krass. Außerdem Lichtfallstufe 2, unsere andere Hammerkarte. Davon haben wir zum beiden Stufen etwas. So, Nukin Tarantula und ein kristalline Lebensform, die in unserer Welt nicht existiert. Schön, dass sie trotzdem existiert. Sieht ziemlich fest aus, aber der Schein kann trügen. Ein wirklich seltenes Exemplar. Sie existiert nicht, war trotzdem da. Übrigens, wollte ich nur mal so festhalten.
Wollte ich nur noch mal so erwähnen. Also, ne? Tja. Oh, ich bin falsch gelaufen. Hallo, komische Feuerviecher. Ich wollte schon im Moment euch kämpfen. Um 1, 2 und ja. Sollte ja eigentlich reichen, oder? Jo. Was zur Hölle? Du hast nichts gemacht. Okay. Von mir aus. Tja. Flammschwert, danke. Glaubst du nicht wirklich, dass ich das ausrüsten werde? Dankeschön. Nein, danke. Ich bin mal hier weg. Tja, so kann's kommen, ne? Let's get it on. Oh Gott, ey, was wollt ihr von mir? Das Spiel ist ganz schön brutal gerade. Hier nur noch ein Schnitzwerk, ich schrei dich an. Hack! Was hast du da vorne? Ich hab dich angeschrien. Muss ich schnell sein. Nein. Auch nein. Kannst du ruhig zweimal angreifen. Jupp. Das hat so gepasst. Nein. Hör auf. Ein unlogisches Zurückspringen wird dir auch nicht helfen. Hier eins und eins. Jupp. Das ist völlig übertrieben, was ich da mache, aber es ist witzig. Ja, es ist alles, was er gott. Er gottet nicht mehr. Das ist das Traurige an der Situation. Er hat noch nie so wie ich gegottet wird. Okay! Okay! Von mir aus! Warum macht er das so oft? Oh, warum musst du so übertreiben? Das ist ein verficktes Problem. That was way too easy. Was zur Hölle? Ja, er hat gesagt, dass er Zeit ist. Ich hab nur 5 Viewer. Kaius sagt ja echt für einen kurzen Moment, dass er Time ist, ja. Na gut. Machen wir. Okay, wir sind wieder da. Stream hat sich wieder eingekriegt. Haben noch einen kurzen Moment. Ich gehe nochmal auf Faircut zurück. Tja, damit haben wir Faircut abgeschlossen. Plus das weitere Looting auf diesem Kontinent. Das ist schon mal ziemlich viel wert. Don't be thinking you can beat. Ja, hat er echt. Tschüss, auf damit. Er macht am meisten Feuerschaden. So, 2, 3. Was? Was? Was ist ein verficktes Problem? Was hat eigentlich Entscheidung getroffen, dass alles richtig war? Ich check gar nichts. Der RNG ist heftig gerade. Der RNG ist gerade echt heftig. Also, ich weiß, ob ich meinen ersten Durchlauf das vielleicht 2 oder 3 Mal gehabt habe mit diesen Attacken. Und jetzt habe ich das mittlerweile schon 4 Mal erreicht. Obwohl ich noch nicht mal ansatzweise mit, vielleicht gerade mal 1% mit dem Spiel fertig bin. Was zur Hölle? Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Alle sie, okay.
Wohl überzeugt. Was war denn hier rechts jetzt nochmal gewesen? Hier war doch was. Ja, genau! Platz noch Leute zu rekrutieren, wir können es leveln lassen. Das ist gar keine schlechte Idee, wenn ich mal so drüber nachdenke. Sich leveln zu lassen ist, glaube ich, ganz cool. Beziehungsweise, ja doch, leveln lassen kann ich mir schon mal. Teile gebe ich noch nicht ab. Aber Teile, wie sowas angeht, abgehen kann ich schon mal. So, ja, guck mal, plus zwei Level. Schon wieder, Alter, Leveln ist hier echt hart. Das bringt einen echt ganz schön viel in das Spiel. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Tja, hier gibt's noch ein paar Leute, die ich haben möchte. Muss ich mal mit allen Leuten hier mal ein bisschen reden. Willst du etwas über die fünf Wale dieser Welt erfahren? Was wolltest du tun, Chico? Ja, lass uns zuhören. Ich habe kein Interesse. Ja, hört sich interessant an. Dann erzähle ich euch, was ich weiß. Die fünf an Himmel schwebenden Inseln werden Wale genannt. Jeder Wal wird von einer eigenen Nation bevölkert. Übrigens sehr wichtiges Wissen über das Spiel. Die fünf Nationen sind unsere Heimat, das Grenzland von Sardaisut, Diadem, Land der Wolken, Anuenue, Land des Regenbogens, Mira, Land der Illusion und natürlich das Imperium Alphard. Aber manche behaupten, es gäbe eine weitere Insel, eine weitere Nation. Der Legende nach existiert ein Land der Hexen am anderen Ende der Welt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt und so. Okay, dankeschön. Wer bist du? Hui, das macht ja Spaß. Oh, das ist, als würde ich über die Wolken fliegen. Hui, ja, spooky. Was? Ich soll nach Hause gehen, weil mein Opa krank ist? Auf keinen Fall. Ich will noch ein bisschen spielen. Ich gehe nur dann heim, wenn noch Ruscht mitkommt. Wer ist Ruscht? Willst du damit sagen, dass du es nicht weißt? Du bist wohl ein bisschen langsam. Was? Ruscht ist das Mädchen, das auf dem Geländer sitzt. Ruscht? Ist das ein frecher Junge? Was wolltest du, Tachiko? Lass uns Ruscht hinbringen. In Ordnung, ich bringe sie sofort hin. Ruscht! Abgehört, da warte ich daheim. Denke ran, du hast es versprochen. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt trage ich mich in den Stammbaum ein. Salam? Im Ernst? Kasmas Enkel genauso ein Shell wie sein... Shell. Sonst aber ziemlich schüchtern. Denke daran, ich werde warten. Bringt Ruscht zu Opas Haus. Du hast es versprochen. Thank you, Bethan. Thank you very much. Okay, ich soll eine Ruscht holen. Ruscht. Der traurige Dreiblick nebenan neben mir ist mein Papa. Er ist in letzter Zeit richtig unglücklich. Aber vergessen wir Papa. Das heißt, dass es irgendwo auf dieser Insel Glück bringt, der Elfenlaufhöhle gibt. So einen hätte ich gerne. Versprichst du mir einen dabei, falls du einen finden solltest? Ja, na klar. Habe ich zufälligerweise dabei. Alex Hand! Du hast mir einen glückbringenden Elfenlaufhöhle mitgebracht. Wow, das ist super. Vielen Dank. Haha, das wünsche ich mir schon so lange. Sag mir Bescheid, wenn ich als Gegenleistung etwas für dich tun kann. Jo, geil. Du willst, dass ich meinen Opa besuche? Geh klar. Soll also mein Name in den Stammbaum eintragen? Driving Rotor. Ruscht! Ein neugieriges kleines Mädchen, das glaubt, dass Elfenlaufvögel Glück bringen. In Ordnung, wir sehen uns beim Opa. Bis dann. Okay, tschüss. Okay, was hast du noch? Ruscht! Ist also nach Hause gegangen, sagst du? Na schön, dann gehe ich auch heim. Ist es also soweit. Übrigens, hoffentlich ist dieser Fettsack Nubata nicht da. Sag bloß nicht, dass er auch da ist. Ich kenne Nubata nicht mal. Steven ist da nicht da, ist es kein Problem. Wir stehen uns einfach nicht so gut, dass es alles. Geh mir den Stammbaum, da trage ich mich ein. Ganz ehrlich. Okay. Ruscht! Sabim! Kirstmanns Adoptivsohn macht sich immer Sorgen. Kommt wohl nach seinem Adoptivvater. Warum das am Ende? Das ist für mich kein großes Problem, nach Hause zu gehen. Schließlich lebe ich dort. Gehe bald heim, keine Sorge. Was ich verspreche, halte ich. Ruscht!
Okay. Seid alle Schelm. Okay, Schelm ist das schlimmste Wort der Welt. Okay. Somit sind wir hier fertig. Ich kann euch nochmal kurz den Laden zeigen. Das können wir gerne mal machen. Okay. Wir können mal unsere Fotos verkaufen gehen im Laden. Hallo Reisender. Ich mag die Verkäuferin sehr gerne. Die ist irgendwie knuffig. Einkaufen. Verkaufen. Und wir verkaufen unsere Bilder. Tja, einmal hier unseren Käfer. Du hast übrigens ein Gold. Ja, ja, wir haben ja noch kein Gold. Wir verkaufen jetzt unsere Bilder. Den verkaufen wir. Wächter der Quelle verkaufen wir. Unuk verkaufen wir. Noch einen Unuk verkaufen wir. Wir verkaufen noch einen Unuk und noch einen Unuk und einen Chavra und Chavra und Foto von Kallus. Bringt 65 Gold. Und einen Bonsai-Kiefer, alles andere behalten wir. Ja, das bringt eh nicht so viel Geld. Aber wir können unsere ganzen Dingenschwerter hier verkaufen. Unsere ganzen Kurzschwerter. Das Vox behalte ich aus bestimmten Gründen. Aber die Kurzschwerter können alle weg. Faustschild auch. Faustschild auch. Noch mehr Kurzschwerter. Ja, mal ein bisschen hier aufräumen. Rundschilder können alle raus. Da finde ich eh nichts mehr für, dass ich das wirklich brauchen könnte. Kommt mal alles nach Hause. Tja. So viel dazu. Haben wir die mal alle verkauft. Gott, ey. Müssen wir mal einen Scheiß mal ausrüsten. Will ich noch was kaufen? Was hast du denn im Angebot? Ja, Flammenschwerter, die irgendwann wieder ausgehen. Kettenpanzer. Nerzmantel. Oh, Windschlag. Uff. Hm. Bananen. Nerzmantel. Windschlag hätte ich schon gerne. Windschlag nehme ich mit. Aber sonst... nö, Weizencracker, Shish-Kebab, nee. Okay, schwing nochmal ausruhen. Ja, ich habe auch gerne Geschäfte gemacht. So! Aber bevor wir uns jetzt in den nächsten großen Abschnitt in diesem Spiel begeben, würde ich sagen, machen wir heute erstmal Schluss. Denn als nächstes passiert was Großes, das sehen wir uns dann nächstes Mal an. Wir hören genau dort auf, wie unlogischerweise wir das letzte Mal begonnen haben heute. Aber das ist auch okay so. Ich sehe euch nächstes Mal bei Button Kaitos. Nächstes Mal geht's ins nächste Gebiet. Wir haben das Ganze drumherum jetzt schon geschafft, auf den ersten Kontinent. Das ist auf den ersten Kontinent nicht ganz so viel wert, aber... haben es doch schon ganz schön gut gelöst, das Ganze hier. Also, euch einen guten Tag und wir sehen uns dann nächstes Mal. Ciao, ciao. Jetzt verabschieden sich noch die Zuschauer.